Moin Leute, ja, wie ihr sehen und hören könnt, ist ja Action angesagt. Die sind mich jetzt hier gerade am beladen, die Leute, und ja, ich bin jetzt hier in Guymon, also in Oklahoma, bei Swift Transport, und ja, so viel kann ich schon sagen. Jo, es geht nach Colorado, ja, also wir verlassen jetzt Oklahoma und die Tour geht ab dafür, wie gesagt, nach Colorado, und zwar nach Cargill. Aber dazu gleich mehr. Die müssten jetzt gleich schon fertig sein jetzt hier. In den letzten Zügen, denke ich mal, sind schon die ganze Zeit dabei. Und ja, schauen wir mal, ne? Okay, dann wollen wir mal jetzt gleich mal gucken. Och, schau an, die sind ja schon als solches durch. Und ja, nochmal schauen, was mal an Papiere jetzt hier, wie weit die jetzt sind. Ja, jetzt alles schon jetzt übermittelt worden ist. Und dann kann es auch losgehen, Leute. Ich schau mal. So. Das wäre das. So. Ja. Dann wollen wir uns mal hier unseren Leppi jetzt hier hochholen. So. Jetzt haben wir unseren Leppi hier wieder vor Augen. Unseren digitalen Frachtbrief. Und wie schon ja anfangs gesagt, während des Beladens. Ja, es geht, wir sind hier in Guymon, Oklahoma, bei Swift Transport, und es geht nach Lamar. Ich sagte, ich glaube, ich habe vorhin gesagt, nach Cargill. Nein, Cargill ist der Kunde natürlich. Lamar, also in die Stadt Lamar und in Colorado. Und ja, wir haben Papier drauf, 15 Tonnen davon. Und erwartet wieder ganze Spaß zwischen 19 und 23 Uhr. Ja, schauen mal. Und die Streckenlänge beträgt 144 Meilen, jetzt nicht so allzu lange Strecke, ne? Aber okay, 232 Kilometer, ja, so roundabout, und die Fahrzeit beträgt 2 Stunden, 48, also gute 3 Stunden, wenn alles gut geht, sage ich jetzt mal. Vergütet wird der ganze Spaß mit $885, also $5,83 pro Meile, ja, und das Fahrzeug, ja, immer noch unseren Kenny natürlich. Aber das wird sich auch bald dann wieder ändern. Jawohl, so sieht's aus. Okay, dann lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Wir werden mal das Ganze jetzt mal starten. Lege ich mal meinen Laptop erstmal hier wieder zur Seite. So geht's natürlich schlecht. Schauen wir uns noch mal kurz hier die Karte an. Also wir starten hier in Guymon. Und dann geht es hier, ja, man sagt, in nördliche Richtung hoch. Bis nach Lamar, also eigentlich jetzt soweit, hoffe ich mal, so unspektakulär, ja. Und ja, direkt dann hier zu Cargill, ne? Wo ich sagte, es geht nach Cargill, nein, so heißt natürlich der Kunde. Ja? Lamar ist jetzt die Stadt, logisch. Kleiner Versprecher, okidoki. So, dann, ja, wenn so einen Zwischenstopp irgendwo, ja, machen, weiß ich nicht, denke mal, nein, fahren da Dingen, ziehen da Dingen durch. Als solches, und ja, aber sowas kann man immer noch spontan natürlich ändern, wenn soweit alles gut geht, ne? Gehen wir mal von aus, ne? Immer als solches, ja, müssen wir ja positiv sein, aber man weiß nicht, was kommt, das ist natürlich klar. So, okay, alles klar. Na klar, ihr seid natürlich auch wieder mit am Start, und ja, let's go, ne? Scheibchen ein bisschen runter machen hier, ein bisschen Sauerstoff hier kriegen zusätzlich. So. Hat er die letzte Tour außerhalb von Guymon abgeliefert, und ja. Jetzt geht's wieder raus aus dem schönen Bundesstaat Oklahoma. Waren wir ja schon ein bisschen so weit rumgekurvt, und naja,
Das mit den Aufträgen, als solches jetzt erstmal nichts mehr ist, dann müssen wir gucken, ne? Wie wir weiterhin unser Geld hier verdienen. Ne? Also, genau. Kommen wir jetzt nach Colorado. Okidoki. Jetzt fahren wir links, ne? Turn left. Blinker setzen hier. Was kommt da? Ui, da kommt ja so einiges. Da kommt ja so einiges entgegen, ne? Yes. Chiquita kommt da. So. Und die braune Brause kommt auch. So. Was ist mit dir da vorne? Okay, dann bieg du mal ab. Alles klar. So, wir sind jetzt soweit. Kurs. Tanken müssen wir erstmal nicht. Ja. Schöne Grüße an Toffi. Ja. Jetzt hast du es ja besser im Überblick, ne? Und alles gut. Im Übrigen, Leute, schaut gerne mal rein bei Toffis Kanal. Ja, ist bestimmt für jeden was dabei. Hat auch eine schöne Story am Start im ATS und wie gesagt, es lohnt sich. Also gerne mal da vorbeiluschern und ja. Alles gut. Und ich bin jetzt hier auch an der Ampel wieder mal und hänge hier fest. Ja. Ja. Sehr schön. Was sind das denn? Kisten oder transportiert der denn da? Merkwürdig. So. Ja, nun macht jetzt da. Wir jetzt nicht übernachten jetzt hier in Geimen, oder? Habe ich nicht vorgehabt. Sanghaft mit den Ampeln, ne, oder? Ach, ich darf. Oh, das ging aber schnell jetzt. So, ja. Kommen wir mal hier vorschriftsmäßig, ja. Wie immer. So. Keep to the right. And then turn right. Ah, klar. Turn right. Polizei. Keep to the right. And then continue straight. Wird sofort gemacht. Ich will jetzt nicht an der Ampel hier wieder hängen bleiben. Use the right lane ahead. Use the left lane ahead. Ja, das. Ja, wo folge ich denn? Fahre ich den einfach so hinterher? Und er wieder hier? Jetzt sind wir die größten hier, diese Abschlepper.
Die fahren, glaube ich, so wie richtige Kamikazen, fahren die. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, das ist so langsam aber sicher. Neigt sich doch das Jahr dem Ende zu, ne? Jo, so ist es. Kann man sagen, in wenigen Wochen haben wir schon Weihnachten und dann, ja, das ist ja auch vorüber. Das war, naja, so für mich, ja, guckt euch das an, echt, ihr weißt doch, dass ich komme, echt. Das war, naja, einigen Monaten nicht so sexy für mich, aber okay, im Großen und Ganzen, sag ich mal, war okay. Ein okay Jahr, sag ich jetzt mal, ja. Mit Arzt Logistik, ja. Fand ich jetzt ein bisschen schmerzhaft. LKW verloren und naja. Aber was soll's, ne? Ein Fehler, ja. Aber Hauptsache, ich kann ja noch sitzen. Das ist schon mal viel wert, ne? Alles andere ist, ja, Makulatur, ist egal. Kann man ersetzen. Ja, apropos ersetzen, da wird es dann ein neues Fahrzeug geben. Aber erstmal denke ich mal im neuen Jahr. Jetzt machen wir uns den Stress nicht mehr. Und ja. Von dem her lassen wir das dann so alles auslaufen. Keep to the right. And then turn right. Nur dass wir das dann so alles im Hinterköpfchen haben. Ja, hier fahre ich jetzt mal nicht rauf, die Wiegestation. Egal. Right. Was soll's. Aber damit werden wir dann durchstarten. Ja, dann im Januar. Abel als solches weiß schon Bescheid. Ja. Meine rechte Hand, meine linke, kann man sagen, kümmert sich ja um alles andere, ja, oder auch, sag ich mal, um vieles und dann, ja, machen wir dann was fertig als solches, was LKW betrifft oder Truck, besser gesagt, ja. Im Grunde weiß ich gar nicht, was für einen, dass er jetzt alles abgeschlossen ist mit der Versicherung als solches oder. Ja, ist in den letzten Zügen, aber das ist ja alles soweit, sage ich jetzt mal, geklärt und okay. Und wie gesagt, im neuen Jahr dann starten wir durch. Alles andere bleibt, also der Candy, alles gut, ja. Bis auf das verlorene Fahrzeug natürlich, aber naja. Gehakt. Naja, eigentlich war das ein. War ein gutes Fahrzeug, also als solches, ich hatte so keine Probleme damit. Bis, ja. Keep to the right. Lassen wir es. And then continue straight. Okay. Aber nur damit wir dann wieder den Fuhrpark als solches wieder, ja, vollständig haben, ja. Das heißt ja nicht, dass da noch weitere kommen. Werden ja natürlich dann gebrauchte Fahrzeuge wahrscheinlich oder gut gebrauchte, also, ja. Also, dass ich jetzt nicht viel reinstecken muss, ne? Wollen uns ja ein bisschen auch noch erweitern, ne? Mit dem Ganzen, ne? Die sind natürlich schon anders geplant, aber wie gesagt, dann, ja, kam das eine oder andere dazu, ja. Ich jetzt nicht wieder drauf eingehen und somit kann man das alles in Stocken. Aber nun gut. Ja, nicht alles erzwingen, ne? Dann dauert es halt ein bisschen länger, das Ganze. Wir sind ja schon generell schon sehr weit gekommen, finde ich. Also kann man ja auch ruhig stolz drauf sein.
Und es läuft ja zurück, ist auch gut. Man hat natürlich seine, ja, seine, sag mal, seine gewissen Durchstrecken, aber im Großen und im Ganzen kann man sich ja nicht beschweren, ne? Business läuft. Und ja, Ziel ist natürlich, dass wir hier auch alles abdecken können, ja. Vom Frachtbereich her, dass wir, ne, alles auch beliefern können. Und ja, da sind wir dran, da arbeiten wir dran. Sieht's hier aus. Wow, noch 28 Meilen, das ist aber. Der ging aber fix. So. Muss ich aber sagen. Das ging aber fix. So. Schöne Geschwindigkeit ein. Alles easy peasy bis jetzt. Also schon mal gut. So gefällt mir das. Was ist das denn jetzt? Ach du Schande. Ach du Schande. Ah, ich glaube, das war ein Reifenplatzer. Eieieiei. Jetzt habe ich noch das Schild umgefahren. Sehr schön. Läuft mit mir hier. Schande. Leute, ich glaube, da ein Reifen hat sich bei mir verabschiedet. Ich schau mal nach. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kann ich hier noch den Reifen wechseln, ey. Ein paar Mal, dann hätte ich das geschafft, ey. Jetzt kann ich jetzt hier Reifen wechseln. Ja, Polizeikram auch schon gerade hier vorbei. Habe ich jetzt hier abgekoppelt, damit ich auch jetzt hier auch besser hier das Ganze hier, ja, hantieren kann. Also den Reifen wechseln kann. Und da bin ich ja jetzt hier schon parat. Und ja, mit dem Schild habe ich auch schon geklärt. Ja, was soll's. Ja, egal. Okidoki, Leute. Dann werde ich mich mal dran machen hier. Das wäre jetzt auch erledigt. Das Schild wird noch gemacht. Also eigentlich hier, ja, nichts passiert. Mir ist auch vorne nichts passiert. Das ist ja die Hauptsache, dass da keine Macke drin ist. Und ja. Alles gut. Ja, soll ich sagen. Ja, sehr ärgerlich im Reifen. Aber dann steckst du ja nicht drin, dann soll ich jetzt aber eigentlich ja am Feiern nichts. Ich weiß nicht, was das war. Nur mal genau angucken. Der ist so weggeplatzt, ey. Okay, so. Dann fahren wir jetzt noch die paar Mal zum Kunden und jo, der ist dann erledigt, ne? Okay. Wie gesagt, die Polizei weiß auch Bescheid, kam er vorhin ein Wagen vorbei. Dann haben wir das auch geklärt mit dem Schild. Wo irgendwelche Unreimheiten, ja, im Raum stehen oder keine Ahnung, wenn jemand gesehen hat, hätte ich schon so gemeldet. Also spätestens wenn ich beim Kunden angekommen wäre, hätte ich das gesagt. Und ja. Alles gut. Das Schildchen kann man verschmerzen. Ach so, ihr seid ja nicht dabei. Aber jetzt. Oh,
Jo, nee, also noch eine kleine Überraschung. Also ich bin echt froh, Leute, wirklich, ich bin echt froh, wenn das Jahr vorüber ist, echt. Meine Güte nochmal. Was ist denn bloß los, ey? Also, wieder, da war der, glaube ich, der Wagen. Der aber sich bei mir vorhin gemeldet hatte. So, wirklich, vom Pech verfolgt, der. Weiß ich nicht. Kommt eins, kommt das eine, kommt das andere, echt. Aber gut, das ging ja glimpflich, ne? Ja, also jetzt, ja, nichts passiert, ja. War auch schnell, hat solches gewechselt, ja. Ging eigentlich ganz gut. Hatte auch, ja, eigentlich ja wie immer, ne, eine moderate Geschwindigkeit drauf, also ja, war ja hinten rechts und dann noch an der Zugmaschine, ja, ja. Am Hänger geht es ja meistens ja noch, aber da habe ich das natürlich so richtig mitbekommen, das Ganze. Ja, für einen kurzen Schreck und dann, ja, Mund abwischen, weitermachen, jo. Keep to the right. Also sind wir jetzt, turn right. Yes, in Lamar. In Lamar. Turn right. So, da wieder eine Nachricht hier reingekriegt. Okay. Alles drum. Auch da eng bemessen mit den jetzt hier zum Drehen, aber okay. Können wir schon irgendwie hin. Müssen wir ein bisschen ausholen, ne? Da von links nach rechts. Ja, nu, jetzt mach da mal hin. Genau. Das ist doch wahr. Ja, der Bus. Kannst du noch näher fahren? Ja, gepasst. Muss ich da hin? Da vorne. Aus. Okay. Dann hätten wir diesen Drops denn jetzt auch mit auf Umwegen, mit bisschen Schwierigkeiten, bisschen Aufwand jetzt hier auch gelutscht. You have arrived at your destination. Jo, kann ich mir auch den nächsten neuen Reifen kaufen, damit ich da immer einen Ersatz habe. Okay, Leute, angekommen hier bei Cargill. Dann schauen wir mal. Ist einer da? Ja, ich sehe nichts. Okay. So, jetzt habe ich mich hier so weit hingestellt. Wir haben auch den allerbesten Platz habe ich hier wieder bekommen. Mein Gott nochmal. Holy moly. Hoppla. So. Mal hinten erstmal aufmachen, ne? Ja, da soll ich mich hinstellen. Ganz toll. Jo. Alles klar. So. Da wären wir. Erledigt. So. Und zurück der ganze. Boah, der Zug, ne? Also der verfolgt mich auch überall hin. Er steht hier auch sehr günstig hier mit seinem Stapler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben wenigstens wegfahren können, ja? Nee, machen wir natürlich nicht. So. Rein in die gute Stube und ja, weiter im Text, ne? So, sind wir hinten angekommen, denke ich mal, jo, alles dran, fein.
Alles klar. So, angekommen in Lamar. So, können Sie mich jetzt mal abladen und ja, schauen wir mal, ne, was jetzt noch kommt demnächst. Okidoki, liebe Leute, ja, das war ein bisschen Nerven aufreiben, ne? Der Reifen platzt dann und gut, passiert, aber dadurch ist ja nichts weiteres passiert, außer der Reifen, aber haben wir gut hingekriegt. Naja, das Schild, was wir rumgefahren haben, aber okay, nicht schlimm. Ist ja kein weiterer Schaden entstanden am Fahrzeug, naja. Und ja, dann bin ich erstmal soweit raus, liebe Leute, und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ihr wisst ja, schönartig bleiben, ja? Ja, seid ihr ja sowieso, ich weiß. Und in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.